1981. Der amerikanische Filmemacher John Yost dreht mit seiner Kamera im offenen Auto, dreht und umfährt die Siegessäule in West-Berlin. Das deutsche Nationaldenkmal auf dem großen Stern inmitten des großen Tiergartens in Berlin. Die Berliner Siegessäule wurde nach einem Entwurf von Heinrich Strack von 1864 bis 1873 während der deutschen Einigungskriege erbaut und befand sich ursprünglich auf dem Berliner Königsplatz. Heute ist dieser Platz eher bekannt unter dem Namen Platz der Republik. Hier war das Denkmal 65 Jahre lang Zeuge der wechselvollen deutschen Geschichte. Seit 1894 in unmittelbarer Nachbarschaft zum neu errichteten Reichstagsgebäude. Das reich ausgestattete Gesamtkunstwerk der spätklassizistischen Architekten- und Bildhauerschule gilt heute als Wahrzeichen Berlins. Das 61 Meter hohe Säulenmonument war ursprünglich als Siegeszeichen des dänischen Feldzugs 1864 gedacht, wurde aber durch die rasch folgenden Kriege gegen Österreich 1866 und Frankreich 1870 bis 71 zum Denkmal für die drei siegreich beendeten Kriege und die dadurch ermöglichte Gründung des Deutschen Reichs. Der Entwurf stammt von Heinrich Strack, der sich antike römische Säulenmonumente zum Vorbild nahm. Der Säulenschaft, der innen eine Wendeltreppe enthält, ruht auf einem wuchtigen Unterbau aus rotem Granit. An den vier Seitenflächen sind monumentale Bronzereliefs von Alexander Calandrelli, Karl Keil, Moritz Schulz und Albert Wolff angebracht, die die Geschichte der Einigungskriege erzählen. Dargestellt sind der Sturm auf die Düppeler Schanzen 1866, die Schlacht von Königgrätz 1866, die Kapitulation der französischen Truppen vor Sedan 1870 und der Einzug des siegreichen deutschen Heeres in Berlin am 16. Juli 1871. Drei von ihnen wurden 1945 auf Verlangen der französischen Besatzungsmacht entfernt und nach Paris verbracht. Eins, über den Deutschen Krieg, war in der Zitadelle Spandau verblieben. Alle vier Reliefs wurden nach der Restaurierung zur 750-Jahr-Feier Berlins im Jahr 1987 wieder angebracht. Die alte deutsche Hauptstadt Berlin wird 1987 ein besonderes Jubiläum feiern. Berlin wird 750 Jahre alt. Das Jubiläumssigné ist schon in Druck. Als Plakat, als Button oder auch auf T-Shirts wird es das ganze Jahr hindurch das Stadtjubiläum signalisieren. Viele Gäste und Besucher haben sich schon angemeldet. Rund um die Siegessäule im Berliner Tiergarten werden Attraktionen in nie dagewesener Fülle aufeinander folgen, den ganzen Sommer lang. Eine große Freilichtbühne wird aufgeschlagen und zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor entsteht ein Vergnügungspark von Riesenausmaßen. Er soll ein Millionenpublikum faszinieren. Über dem vierseitigen Unterbau folgt eine kreisrunde Säulenhalle, die Heinrich Strack nach dem Vorbild der großen Neugier im Schlosspark Glienicke, einen Bau von Karl Friedrich Schinkel, gestaltete.
Am inneren Säulenschaft ist ein umlaufendes, farbiges Mosaik zu sehen, das nach Zeichnungen Anton von Werners in der venezianischen Glasmanufaktur Salviati angefertigt wurde. Kaiser Wilhelm I. hatte als Thema die Rückwirkung des Kampfes gegen Frankreich auf die deutsche Einigung und die Schaffung des deutschen Kaiserreiches vorgegeben. Mit einer Mischung aus realistischen und allegorischen Szenen wird der Sieg über Frankreich und die Einigung Deutschlands glorifiziert. Anstelle des Kaisers nimmt Germania, die vor einem prächtigen Thron steht, die Kaiserkrone in Empfang. Auch der aus Sandstein bestehende Säulenschaft enthält eine politische Aussage, denn die drei unteren Säulentrommeln spielen auf die drei siegreichen Kriege an. Im Dritten Reich kam noch eine vierte Trommel hinzu. Es wird immer gern bei Stadtführungen gesagt, dass die Nationalsozialisten hiermit den Sieg über die Welt symbolisieren. Das ist nicht so. Der wahre Grund ist einfacher. Die Siegessäule stand mit drei Trommeln am Königsplatz sehr schön. Hier am großen Stern im Tiergarten wäre die Siegessäule untergegangen. Man brauchte hier einfach etwas Höheres. Genauso wie man die Treppenanlage extra höher gebaut hatte, um das Ganze höher zu stellen. In den Kanneluren sind vergoldete Beutekanonen aus Dänemark, Österreich und Frankreich angebracht. Der Bildhauer Friedrich Dracke schuf die vergoldete Viktoria, die über der achteckigen Aussichtsplattform das Säulenmonument bekrönt. Die geflügelte Siegesgöttin in einem von Wind aufgeblähten Gewand hält Siegeskranz und Feldzeichen. Mit dem preußischen Adlerhelm ist sie zugleich als Borussia zu verstehen. Modell für die Hauptfigur war im Jahre 1873 die Kronprinzessin Viktoria von Preußen nach einer Vorlage der Tochter des Bildhauers Friedrich Dracke, der die Figur schuf. Die Siegessäule wurde 1938 bis 1939 zum großen Stern versetzt, weil der Königsplatz nach Plänen von Albert Speer in eine riesige Aufmarschfläche umgewandelt werden sollte. Albert Speer nutzte die Siegessäule, um die ausgebaute und verbreiterte Ost-West-Achse durch Berlin mit einem weithin sichtbaren Wahrzeichen zu versehen. Der große Stern in der Achse der Charlottenburger Chaussee wurde deutlich vergrößert und mit der Siegessäule und den am nördlichen Rand aufgestellten Denkmälern von Bismarck, Moltke und Rohn zu einem Forum des 1918 untergegangenen Kaiserreichs umgestaltet. Um städtebauliche Wirkung des Säulenmonuments zu verbessern, ließ Albert Speer den Sockel verbreitern und den Schaft um eine vierte Säulentrommel erhöhen. Die kreisrunde Verkehrsinsel des Großen Sterns mit der Siegessäule ist über zwei Fußgängertunnel zu erreichen, die man über vier Torhäuser betreten kann. Die tempelartigen Sandsteingebäude, die die Ost-West-Achse begrenzen, wurden von Johannes Huntemüller entworfen, der sich für eine strenge klassizistische Architektursprache mit stark reduzierten Schmuckformen entschied. An der Eingangsseite ist eine von vier Pfeilern getragene Vorhalle ausgebildet. Zusammen mit den Kandelabern auf der Straße des 17. Juni erinnern die Torhäuser an den Ausbau der Ost-West-Achse im Rahmen der nationalsozialistischen Hauptstadtplanung. Zusammen mit der Siegessäule wurden 1938 bis 1939 drei Denkmäler vom Königsplatz zum Großen Stern versetzt, die das Forum des Wilhelminischen Kaiserreichs ergänzten. In der verlängerten Achse der Hofjägerallee steht das 1897 bis 1901 geschaffene Bismarck-Nationaldenkmal, das ursprünglich den Vorplatz des Reichstagsgebäudes schmückte. Das monumentale Denkmal des Reichskanzlers Otto von Bismarck
ist ein typisches Werk der staatlichen Auftragskunst des Kaiserreichs. Mit der Ausführung wurde Reinhold Begas, ein von Wilhelm II. Bevorzugter Bildhauer, beauftragt. Dessen neubarocker Stil war zur Jahrhundertwende längst überholt. Das Nationaldenkmal besteht aus 5 Bronzefiguren. Die hoch aufgerichtete Gestalt des Reichskanzlers im Waffenrock überragt auf einem Granitsockel 4 um das Postament gruppierte allegorische Darstellungen der Reichsgründung. Vor dem Sockel kniet Atlas mit der Weltkugel, der die Kraft und Stärke des 1871 gegründeten Reichs symbolisiert. Hinten rechts sieht man Siegfried, der als Reichsschmied sein Schwert schmiedet. Die Frauengestalt rechts, die ihren Fuß auf einen Panther stellt, steht für die Staatsgewalt, während die Sibylle, die sich an eine Sphinx anlehnt, die Staatsweisheit verdeutlicht. Mit dem Denkmal wird Bismarck, befreit von individuellen Zügen, als übernatürlicher Held glorifiziert. Während das Bismarck-Denkmal in den Tiergarten hineingerückt ist, wendet sich das links angeordnete Rom-Denkmal unmittelbar dem großen Stern zu. Das von Harro Magnussen geschaffene Bronzestandbild, eine herausragende Arbeit der Berliner Bildhauerschule, wurde 1904 an der Nordseite des Königsplatzes direkt an der Einmündung der Alsenstraße aufgestellt. Der Kriegsminister und Generalfeldmarschall Albrecht von Roon, der mit seiner Heeresreform die siegreichen Einigungskriege vorbereitete, ist in Uniform mit herabgesunkenem Mantel und abgesetztem Helm dargestellt. Aufrecht stehend blickt er würdevoll ins Weite. Das rechts angeordnete Moltke-Denkmal ist das Gegenstück zum Roon-Denkmal. Das 1905 enthüllte Marmorstandbild stand ursprünglich an der Westseite des Königsplatzes, unweit des Generalstabsgebäudes, denn Helmut Graf von Moltke, der das preußische Heer in die Kriege gegen Dänemark, Österreich und Frankreich führte, war Chef des Generalstabs der Armee. Die Statue folgt einer zeitgemäßen, modernen Denkmalauffassung. Josef Opuhes drückte die geistigen Leistungen des Generalfeldmarschalls in den Mittelpunkt, indem er sich, alle Attribute beiseite lassend, auf die intellektuelle Ausstrahlungskraft konzentrierte. Im Gegensatz zu Bismarck erscheint Moltke, der sich in ruhiger Haltung gegen ein Podest lehnt, als geistige Persönlichkeit ohne dekoratives Heldentum. Das scharf gezeichnete Gesicht mit dem schmallippigen Mund verdeutlicht Ausgeglichenheit und Selbstbewusstsein. Im Zweiten Weltkrieg hatte die Siegessäule die Luftangriffe und die Schlacht um Berlin weitgehend unbeschädigt überstanden. Am Tag der Besatzung der Reichshauptstadt hissten polnische Soldaten am 2. Mai auf der Siegessäule die polnische Fahne, bevor sie nach Nauen abmarschierten. Nach eigenen Angaben bedauerten sie später, das Monument in Unkenntnis seiner Bedeutung nicht gesprengt zu haben. Bei der Siegessäule handelte es sich um ein Bauwerk, das vor dem 1. August 1914 errichtet worden war. Dieses Datum, der Beginn des Ersten Weltkriegs, war der Stichtag, der nach der alliierten Kontrollratsdirektive Nummer 30 vom Mai 1946 über Erhalt oder Beseitigung militaristischer Denkmäler entschied. Am 26. November 1946 beantragte die französische Besatzungsmacht im alliierten Kommandatura den Abriss der Siegessäule. Auf englischer Initiative, das Modell der Hauptfigur war halb Engländerin und weil sich das Denkmal in der englischen Besatzungszone von Berlin befand, blieb das Denkmal jedoch stehen.
Allerdings durften die Franzosen ihre Fahne über der Victoria hissen, die bis Ende 1948 dort auch zu sehen war. Da der Tiergarten, in die die Siegessäule steht, zu West-Berlin gehört, wurde er mit westlicher Hilfe Anfang der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts wieder aufgeforstet. Die Bombenkrater wurden in mühevoller Arbeit planiert, Wege und Pfade gezogen, Brücken gebaut und Zehntausende von jungen Bäumen gepflanzt. Der Tiergarten wird wieder aufgeforstet. Tiergarten heute, eine kahle Einöde mit vereinzelten Bäumen. Der reiche Baumbestand dieser Oase der Weltstadt fiel dem Krieg und der Nachkriegszeit zum Opfer. Der Tiergarten von einst gehört der Vergangenheit an. Doch die Gegenwart sorgt dafür, dass der Tiergarten in Zukunft wieder ein Baumparadies sein wird. Berlins Oberbürgermeister Professor Reuter pflanzt den ersten Baum, eine junge Linde, an der Ecke Großer Stern- und Hofjägerallee. Insgesamt werden im Tiergarten 500 Linden gesetzt, als Beginn einer wohlgeplanten Aufforstung dieser Erholungsstätte der Berliner. Auch im Stadtinneren setzt man neue Bäume und Sträucher. Berlin, jetzt noch kahl und grau, soll in einem späteren Frühling wieder einen grünen, blühenden Rahmen erhalten. In einer Reihe von vielen Jahren wurde der Berliner Tiergarten wieder ein richtiger Wald. Die gut 8 Meter hohe und 35 Tonnen schwere Bronzefigur wurde 1954 von der Bildgießerei Hermann Noack vergoldet und im Berliner Volksmund daher liebevoll Goldelse genannt. Die Berliner Siegessäule wird renoviert und die durch Kriegseinwirkungen leicht lädierte Siegesgöttin erhält ein neues Make-up. Die 40 Tonnen schwere Dame hat nichts dagegen, wenn man ihr versehentlich einmal auf die Zehen tritt. Seit ihrer Geburt im Jahre 1873 ist sie einigen Kummer gewohnt. Oft genug stand sie im Kreuzfeuer unseres unruhigen Jahrhunderts. Aber sie hat den Kopf stets oben behalten, obwohl der Helm nicht viel genützt hat. Nach wie vor zeigt sie sich ziemlich anspruchsvoll. Sie soll von oben bis unten vergoldet werden. Und die Verjüngungskur kostet ihrem Partner ganze 70.000 Mark. Erst im Jahr 1989 war die Renovierung der Siegessäule abgeschlossen. Am 15. Januar 1991 wurde von den revolutionären Zellen ein Sprengstoffanschlag auf die Siegessäule verübt. Die revolutionären Zellen waren eine militante Vereinigung, die sich als Teil der autonomen Bewegung verstand. Der 2 Kilogramm schwere, an der Aussichtsplattform angebrachte Sprengsatz konnte aber nur leichte Beschädigungen anrichten. Inzwischen erstreckt sich der Symbolgehalt der Siegessäule auch auf weit zivile Bereiche. Sie war medienwirksamer Mittelpunkt von Großveranstaltungen wie der Love Parade und am 24. Juli 2008 hielt Barack Obama im Rahmen des US-Präsidentschaftswahlkampfes vor der Siegessäule eine Rede. Zwischen März 2010 und Mai 2011 wurde die Siegessäule umfassend renoviert. Unsere Siegessäule wird wieder der Öffentlichkeit übergeben. Heute liegen 17 Monate Bauzeit hinter uns. Das war eine lange Zeit. Für manche war es zu lange. Der Sinn dieser Maßnahme war nicht nur, dass die Victoria vergoldet wird. Das kann man natürlich jetzt bei diesem Licht auch wunderbar sehen, welcher Glanz dadurch sich entfaltet, sondern dass insgesamt dieses Wahrzeichen vor dem Verfall gerettet wurde durch die Restaurierungsarbeiten und Rekonstruktionsarbeiten, die wirklich notwendig waren, um hier dieses wunderbare Zeichen für diese Stadt zu erhalten und natürlich auch einer breiten Öffentlichkeit weiterhin zum Begehen zu ermöglichen. Das ist ja das Schöne, dass man hier auch in der Tat
ohne Fahrstuhl die Siegessäule auch da oben hochgehen kann. Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen wurden unter anderem die Victoria sowie weitere Bauteile mit 1,2 Kilo Blattgold neu vergoldet. Außerdem wurden der Fußgängertunnel und die umgebenden Torhäuser von 1939, die Bronzereliefs, das Glasmosaik, die vergoldeten Kanonenrohre, der Treppenaufgang sowie die Sandsteinsäule und die Victoria selbst aufwendig saniert. Ein neues Lichtkonzept zeigt sie nachts mit beleuchteter Rundhalle und Reliefs. Nach der Wiedereröffnung ist sie seit dem 21. Mai 2011 wieder kostenpflichtig für Besucher begehbar, weiterhin nur über Stufen. Seit Oktober 2011 sind an den vier Torhäusern zweisprachige Infotafeln zur Geschichte des Denkmals aufgestellt. Im Fußgängertunnel sind die Granittafeln angebracht, die bis 1987 die Relieffelder verschlossen hatten, sowie eine interaktive Lichtinstallation.